herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Rilia, ich grüße dich. Deine Frage ist, ob du jetzt am Ostern verreisen sollst, ja oder nein. Und diese Antwort muss wirklich jetzt blitzschnell auch kommen, weil du stehst vor dieser Entscheidung. Was diese Karte auch zeigt, das ist dein Gegenwart, die Bewegung, ja oder nein, schwarz oder weiß. Und genau das, was dich momentan auch beschäftigt. Und die Antwort gibt dir diese Karte in die Mitte. Und dieses Schiff symbolisiert Ausland, symbolisiert Reisen. Dann hast du schon die Antwort. Du sollst verreisen, vorausgesetzt ist, dass dich das wirklich begeistert. Und diese Karte zeigt schon die Begeisterung, weil es ist Feuer. Das ist Feuerelement und das bedeutet Feuer und Flamme zu sein von etwas. Zeigt auch die Begeisterung und Feuerelement setzt immer etwas in Bewegung. Dann hast du schon die Antwort, aber es liegen noch Geheimnisse da und dieses Geheimnis zeigt, diese ganze Welt, könnte man sagen, die ganze Welt und das kannst du erforschen, kennenlernen, wenn du wirklich auf dieser Reise bist und das zeigt auch, wie stimmig ist das mit deinen Gefühlen. Ich habe die Karten auch so ausgelegt, dass hier in dieser Seite soll die Antwort geben, wenn du jetzt Ja dazu hast und du verreist. Und in den anderen Seiten sollen die Karten sein, falls du diese Reise absagst. Wie fühlst du dich dann? Und man kann sofort erkennen, das wäre nicht gut. Das ist die Traurigkeit und Tränen wie ein gebrochenes Herz. Dann fühlst du dich hier auch wie zerbrochen mit Tränen. Diese gebrochenen Kelchen zeigen, hier fließt auch Tränen und fühlst du dich auch wie niedergeschlagen. Alle drei Karten zeigen deine Stimmung, deinen Gefühlen, wenn du diese Reise jetzt absagst. Natürlich auch anderen trifft es auch, aber es wäre nicht gut, wenn du jetzt zu Hause bleibst, sondern zeigt sich hier die Begeisterung, die Reise und wie wichtig das ist. Und das ist im Einklang mit deinen Inneren, mit deinen Gefühlen. Und jetzt klären wir noch die Gefühle mit dieser Gefühlsklärungskarte. Ich bin der einzigartige Vogel. Ich möchte akzeptiert werden, wie ich bin. Es ist mir wichtig, dass ich voll und ganz so sein kann, wie ich bin. Aber sie fliegen auch. Siehst du, die bewegen sich auch. Und sei so, wie du bist. Und wenn deine inneren Stimme auch bestätigt, das, was ich hier vermittelt habe, und übereinstimmt auf deinen Gefühlen, dann mach bitte diese Reise. Liebe Rilia, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche gute Reise, alles Gute und alles Liebe von Dendera.